Mein lieber Schieber, war das ein Abend, war das ein Spiel. Die Preußen haben gewonnen gegen Hansa Rostock in der dritten Liga. Es war der dritte Sieg im vierten Spiel, aber nicht nur das. Sie haben einen 0:2 Rückstand in einen 5:2 umgewandelt. Und wer mir sagen kann, wann die Preußen das letzte Mal geschafft haben, der schickt mir eine Mail an sport@wn.de und er bekommt eine 300 Gramm Milka-Schokolade dafür. Und wenn man auf den Spielbericht guckt, dann sieht man nur gute Namen. Masoch gut, Hergesell gut, Schöneberg gut, Heise gut, Kühne gut, Taylor gut, Bischof auch gut, Nazarov, eigentlich auch ganz gut. Truckenbrot, Siegert und neben mir steht der 11. Mann, Dominik Schmidt. Wie war denn das? Erstmal in der Startelf. Ein gutes Gefühl? Ja, es war ein gutes Gefühl nach so langer Zeit. Lange verletzt, viele Komplikationen und ich bin froh, hier zu sein und wieder spielen zu können. Das Spiel heute ist auch ein Spiegelbild von Dominik Schmidt. 0-1 geht ein bisschen auf deine Kappe. Dann später 4:2 durch Dominik Schmidt. Das Spiel endgültig gedreht. Bist du schon bei 100% oder fehlt dir noch was? Nein, ich denke, bei 100% bin ich nicht. Das hat das erste Tor auch gezeigt. Mir fehlt eindeutig auch ein bisschen die Spielpraxis. Ich bin trotzdem dankbar und trotzdem froh, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat. Und ich denke, über die Spiele und über die Einsatzzeit komme ich wieder zu meinen 100%. Umso schöner, dass es natürlich dann mit dem Tor geklappt hat und wir auf die Art und Weise das Spiel so gedreht haben. Der Trainer hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, Dominik, der braucht Spielpraxis, damit er Wettkampfhärte bekommt, damit er zum Leitwolf bei den Preußen wird. Was erwartet denn der Leitwolf Dominik Schmidt von den Preußen in dieser Saison? Oh, so viel erwarte ich gar nicht. Ich wurde hier super aufgenommen in der kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin. Das Team ist, ich bin in ein super Team gekommen, schon ein fertiges Team. Wie sie mich da aufgenommen haben, umso besser. Ich denke, wir denken von Spiel zu Spiel. Das haben wir uns so fest vorgenommen. Jetzt haben wir heute einen wichtigen Schritt getan mit den 3 Punkten. Jetzt regenerieren wir uns und bereiten uns wieder auf das nächste Spiel vor am Samstag. Samstag geht es nach Wien, Wiesbaden. Was kann man von den Preußen erwarten? Genauso ein Hurra-Fußball wie heute nach dem 0:2? Ja, das ist das, worauf wir versuchen anzuknüpfen. Keine Frage, dass wir auch nachdem wir das Spiel gedreht haben, auch ein bisschen nachgelassen haben und so weiter. Wir müssen einige Sachen noch verbessern, das wissen wir. Aber ich denke, so wie wir zurückgekommen sind und wenn wir so weiterspielen, wie wir da gespielt haben, sind wir schwer in der Liga zu schlagen. So, das ist doch mal ein Wort. Preußen-Münster nach dem vierten Spieltag, 9 Punkte, ganz oben mit dabei. Hier jetzt erstmal die Stimmen zum Spiel. Wenn wir schlecht spielen und Gegner besser ist und wir 2 Gegentore kriegen, dann sage ich, ja, irgendwie so, es ist eine logische Konsequenz. Aber heute war nicht so. Wir haben wirklich gut gespielt und trotzdem lagen wir 2-0 zurück. Aber unser Vorteil war, wie gesagt, wie wir heute Fußball gespielt haben, mit welcher Einstellung. Und dass wir genug Zeit hatten, das Spiel zu drehen. Dass die Fans auch in so einer Situation hinter uns stehen, da muss ich sagen, fehlen mir die Worte, weil das ist einfach nur super. Und wie gesagt, wir freuen uns mit der Mannschaft, mit dem ganzen Umfeld, die 3 Punkte hier gelassen zu haben. Ich denke, den Leuten hat es Spaß gemacht, hier zuzugucken. Wir hatten super Spielzüge dabei. Wir hätten, glaube ich, noch das ein oder andere Tor machen können. Und alles in allem, denke ich, sind wir jetzt gut in die Saison gestartet. Die Preußen in der Mitte der englischen Woche in Darmstadt 2:1 verloren, heute triumphal 5:2 gewonnen. Mal sehen, was da am Samstag kommt. Dann geht es zum SVW in Wiesbaden und da haben die Preußen in der letzten Saison eine derbe Schlappe bekommen. 3:0 haben sie da verloren und sich ganz dämlich angestellt. Wir werden sehen, was da passiert. Die Preußen sind top motiviert, sehr zuversichtlich und mit einem Erfolgserlebnis können die Preußen sich oben in der Tabelle festsetzen. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann schauen Sie vorbei, wie immer bei den Westfälischen Nachrichten oder schauen Sie vorbei im Online-Angebot www.wn.de. Wir freuen uns auf Sie und am Samstag geht's weiter. Bis dann. Tschüss.